Right on. Merry Christmas, motherfuckers. Yeah. Keine Panik, ich kann auch Deutsch. Ja, ich wohne seit 20 Jahren hier in Deutschland, also eigentlich in Berlin, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe eine deutsche Frau geheiratet. Kann ich empfehlen. Ist okay. Wir haben mittlerweile 2 Kinder. Kann ich nicht empfehlen. Das würde ich nicht nochmal machen. Aber das Coole an meinen Kindern, die sind dadurch halb deutsch, halb amerikanisch. Das heißt, die haben gleichzeitig den Zweiten Weltkrieg gewonnen und verloren. Oh, ja, danke, ja. Ich habe nichts gemacht. Wir haben die natürlich zweisprachig erzogen. Also ich habe konsequent Englisch mit denen gesprochen, meine Frau konsequent Deutsch. Und da waren manchmal so witzige Sachen. Also neulich meine Tochter, die ist jetzt 16, sie hat gesagt, hey Dad, I'm hungry, I need some small money. Ich dachte, what do you mean small money? She said, you know, 1 euro or 2 euros? Und dann habe ich gesagt, so Kleingeld. Jetzt einfach so, Kleingeld. I said, no, honey, we call it change or coins. It's not small money. She said, no, Dad, it's small money. Kleingeld. Aber es kam mir auch manchmal so angeberisch vor. So, du bist auf einem deutschen Spielplatz, alle reden Deutsch, nur ich Englisch. Weißt du, mein Sohn wurde angerannt, kommen so, Dad, that kid is playing with my shovel. Und dann muss ich sagen, ja, hey man, listen, it's a German playground. Everybody plays with everything. Like, you know, just go play with that dump truck till he's done with the shovel. Aber dann musste ich switchen auf Deutsch für diese arme deutsche Junge und sagen, hör mal, du kleinen Scheiße, du gibst den Schaufel sofort zurück, ja? Aber das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Leben in Deutschland ist hart. Also ich finde das Leben hier so heftig, so brutal. Also ich habe das gemerkt, als ich ganz neu hier war und ich bin das erste Mal Auto gefahren in Berlin. Jedes Mal, wo ich einen kleinen Fehler gemacht habe, wurde ich sofort angehupt, weißt du? So kurz auf den Fußgänger gewartet, so Hupe, oh. Dann kurz am Ampel gezögert, so Hupe, oh. Es war so die ganze Zeit nur so ängstlich gefahren. Ich meine, wo ich herkomme, so in Portland, Oregon, da gibt's, die Autos haben auch Hupen, aber wir benutzen die nicht. Also nur im Notfall und dann man entschuldigt sich. Wenn jemand an der Ampel stehen bleibt, beim grünen Ampel, du denkst einfach, der wird schon seinen Grund haben. Also und dann komme ich nach Deutschland und werde ständig angehupt. Ich bin nur so nervös. Aber dann habe ich gemerkt, ihr hupt nicht nur im Verkehr, ihr hupt auch im tagtäglichen Leben. Weißt du, ich würde die Rolltreppe hochfahren und kurz träumen und links stehen, statt zu gehen. Ja, kaum vergeht eine Sekunde. Ey, hast du Tomaten auf dem Auge oder was? Oh. Weißt du, es ist so, du wirst angehupt. Also im tagtäglichen Leben. Und es hat mich krank gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so, weißt du was, die überlegene Strategie in Deutschland ist, du darfst nicht anhubbar machen. Weißt du, ich laufe jeden Tag und versuche anhubbar zu sein. Nicht an, also es ist echt, es ist krass. Und das Problem ist, ich wohne in Berlin. Da klappt das nicht immer. Und ich muss sagen, nach 20 Jahren, ich glaube, ich bin zu schwach, nicht nur für Berlin, sondern für ganz Deutschland. Also manchmal, ich gehe aus dem Haus und nach nur einer Begegnung mit einer Deutschen muss ich mich irgendwo einschließen und erstmal eine halbe Stunde heulen. Das ist, weißt du, manchmal, ich stehe morgens auf, gut ausgeruht, die Sonne scheint, ich denke, oh, lass uns frühstücken. Ich gehe in der Bäckerei gegenüber, ich sage, hey, schönen guten Morgen. Und dann sagt der Typ hinter der Theke, muss ja. Oh, okay. Und dann sage ich, hey, ich hätte gern so 2 Brötchen. Und dann dreht er sich um die Brötchen zu holen. Und dann denke ich, hey Mann, die Sonne scheint, du bist gut ausgeschlafen, gönn dir was. Und dann sage ich zu dem Typ, hey, sorry, nicht so 2 Brötchen. Ich hätte lieber so ein Mohnbrötchen und so ein Croissant. Und dann dreht er sich zu mir und sagt, ja, warten jetzt. Nee, ich frühstück heute nicht. Oh. Weißt du, so heftig, so hart. Oder früher, ich hatte so einen Bürojob. Und abends würde ich aus dem Büro rauskommen und denke, oh, schönen Feierabend, auf dem Fahrrad steigen. Und ich würde gar nicht vorankommen, also gar nicht weiterkommen. Auto hält an, Typ springt raus, mach Licht an! Ich habe eigentlich Licht auf mein Fahrrad, aber ich könnte nicht sehen, ob es an war oder nicht, wegen den ganzen Tränen in meinen Augen. Das ist einfach heftig.
Oder selbst mit der Sprache klappt es nicht immer. Also ich war ganz neu in Berlin und ich kriege Migräne und ich dachte, oh geil, ich bin jetzt im Land der Dichter und Denker. Ihr habt bestimmt was besser für Migräne als wir Amis. Ich bin in der Apotheke reingegangen, es war eine hübsche Apothekerin. Ich dachte, perfekt. Und ja, und dann habe ich mich beraten lassen und leider, die Medikamente sind alle gleich, sind alles genau die gleichen Medikamente. Und dann nach so einer halben Stunde fingen sie an, ein Wort zu benutzen, was ich nie vorher hörte. Habe ich nie vorher gehört, aber ich bin ein Mann, ich kann da nicht zugeben, dass ich nicht kannte. Habe einfach mitgemacht, dann bin ich nach Hause gegangen, Wörterbuch auf. Das war der Tag, an dem ich das Wort Zäpfchen kennenlernte. Das war leider hatte ich schon zwei geschluckt. Ich dachte so, komische Verpackung. Oder dieser super deutsche Spruch, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich sagte leider 10 Jahre lang, langsam nährt sich das Eichhörnchen. Ich dachte, das sollte so ein Naturdokumentarfilm abbilden, wo durch harte Arbeit das Eichhörnchen sich langsam an den Nuss rangeschlichen hat, weißt du? The squirrel is slowly getting closer. Ich finde meins besser, ehrlich gesagt. Und neulich habe ich das gesagt, ah, langsam nähert sich das Eichhörnchen. Und meine deutsche Frau hat gelacht. So, Drew, du weißt, du sagst das falsch, ne? Und ich so, nee, es ist langsam. Die so, nee, Drew, es ist mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich sage, Schatz, warum sagst du mir das jetzt erst? Ich sage das seit 10 Jahren so. Und dann hat sie gesagt, ach, es klang einfach so süß. Ich glaube, manche Leute sehen mich alleine in Berlin so, oh, der darf auch alleine raus. Ah. Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Doof. Oder nur, ich gehe oft in Bäckereien rein. Ich bin neulich in eine Bäckerei reingegangen und die hatten so geile Brötchen mit einem Spiegelei obendrauf. Und ich dachte, oh, das ist was für mich. Das ist schön. Aber ich bin ein moderner Typ. Ich kann nicht Eier essen von Hühnern, die ihr ganzes Leben verbringen müssen wie japanische U-Bahn-Pendler, weißt du? Ich brauche Eier von Hühnern, die Zeit und Platz haben, die Eier zu legen. So. Ich brauche solche Hühner so. Das ist für Drew. Weißt du? Das sind meine Hühner. Und deswegen, ich bin in diese Bäckerei reingegangen. Ich sagte zu der Bäckerei-Fachverkäuferin, 20 Jahre Berlin, Leute, okay? Bäckerei-Fachverkäuferin sagte, sorry, sind das Bio-Eier? Und dann sagte sie, nee, das sind keine Bier-Eier. Und ich dachte, what the fuck is a beer egg? So lie, beer egg. Leute, ich hab's gegoogelt, Bier-Eier gibt's nicht. Also, keine Ahnung. Aber ich dachte, okay, das ist deine Aussprache, red langsam und deutlich. Und dann sagte ich, nein, sorry, sind das Bio-Eier? Ich habe ihnen gesagt, das sind keine Bier-Eier. Oh. Und ich bin echt fast heulend rausgerannt. Aber dann kam so eine Stimme von hinten und ich habe diese Frau nie zu Gesicht bekommen. Kann sein, dass es ein Engel war, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, nee, das sind ganz normale Eier aus freier Käfighaltung. Ah, das ist witzig. Und dann guckte ich runter auf die andere Bäckerei-Fachverkäuferin und die sagte natürlich, ja, warten jetzt. Ich habe ganz schnell Käsebrötchen bestellt. Das war. So, Leute, das war's für mich. Vielen, vielen Dank, Nightwatch. Thanks a lot. Deutsch, Drew Buckley.